Hallihallo, hier ist Yagusua. Ja, jetzt kommt noch was zwischendurch. Ich habe hier ein Gameplay vom Clash King Hofi. Da könnt ihr den mal gerne auschecken. Ich mache mal kurz Stopp noch. Der ist im Gnadenlos am Start und ja, hat so ein bisschen was an Pokis am Start. 4371, da geht richtig was ab. Und der zeigt uns jetzt einfach mal ein paar Sachen. Und zwar, da sind ein paar Angriffe nicht so ganz gelaufen, wie er es haben wollte. Aber das sollte nicht das Thema sein. Gucken wir jetzt hier mal rein, wie es mit den Angriffen aussieht. Ich mache mal kurz auf den Stopp. Zieht euch das mal rein. Hier, sobald man natürlich dann auch am Verlieren ist, geht es natürlich megamäßig nach unten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zuvor mit ihm diskutiert und ist echt eine coole Sau, kann man nicht sagen. Also wie gesagt, wenn ihr so eine High-Level-Gameplays sehen wollt, wie gesagt, oberhalb der 4K-Grenze, dann checkt da ihn mal einfach aus. Link ist natürlich in der Videobeschreibung drin, das ist ganz klar. Und kommen wir einfach mal, wie gesagt, zu dem Angriff. Base-technisch ist er noch nicht mal ansatzweise maxed out. Er ist irgendwie Level 120. Aber gucken wir mal, wie gesagt, hier hat er eine Base angegriffen. Ihr seht hier den ersten, da den zweiten Lava-Hund und da hat er noch einen und haut die raus und ja, seht selbst. Klar, ich beneide ihn so ein bisschen um seinen Frostzauber, den er gleich droppen wird und läuft bei ihm halt. Läuft halt einfach mal. Er sagt dann natürlich, oh, ich habe ein bisschen gefailt, aber ganz ehrlich, ich wäre ja mega mäßig. Guck mal, wenn ich so eine Base im CW angreifen würde und die so in Anführungsstrichen zur Schnecke machen würde, wäre schon ziemlich geil. Also wie gesagt, da geht natürlich bei mir gar nichts, ganz klar. Also da ist, wie gesagt, wenn ihr einfach High-Level-Gameplays sehen wollt, seid ihr bei ihm richtig. Und gucken wir mal. Das sieht so aus, als hätte der Gegner auch einen Lava-Hund am Start gehabt, weil guckt mal, da ist der kleine Lava-Hund schön klein. Das garantiert der vom Gegner in einer gegnerischen Clanburg gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Hat er da einen Bogi gedroppt? Jetzt geht er auf vierfach. Ah, okay, da hat er einen Fail gemacht. Ich gehe mal davon aus, wird er selber auch erklärt haben. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt in dem Fall gemutet und möchte euch das einfach von meiner Seite aus zeigen. Ja, da geht der King gegen die Wand. Ja, eine Elferwand. Da geht natürlich nicht viel. Und dann lässt sich hier die Queen auch leider, da wo man, kleinen Moment, ich drücke mal Pause, da wo die Queen wirklich mal rausgehen oder draußen vorbeigehen könnte und sich die kleinen Gebäude wegsnacken könnte, nein, dann wäre es wenigstens noch ein Two-Star geworden, aber nein, passiert natürlich nicht in dem Fall, schade halt, so eine Sache, aber naja, was soll's, passt schon, also das ist schon in Ordnung, also wie gesagt, den Angriff, hätte ich den mal so hinbekommen, naja, ja. Also wie gesagt, als ich das am Anfang gesehen habe, da dachte ich, 4,3k Pokis. Wie krass ist die Scheiße denn? Also wie gesagt, wenn ihr so eine Gameplays sehen wollt, Clash King Hofi einfach mal eingeben und dann passt das. Ja, den Blitz hätte er sich sparen können, sage ich mal. Da kamen dann keine zusätzlichen Sternchen mehr dazu. Schade, aber wie gesagt, ist für mich trotzdem ein gelungener Angriff. So, ja, klar, da ist ein kurzer Prozess. Gucken wir mal hier, ich gehe mal ein bisschen weiter. So, kleinen Moment, nee, ich gehe mal ein bisschen zurück. Zack, guckt mal. Wenn man sich das so anguckt, wo man denkt, also wie gesagt, Level 121. Von daher ist es auch verständlich, dass die Base noch nicht fully maxed ist. Und wie gesagt, was mir auffällt, wirklich X-Bows noch nicht auf 4. Das passt für mich nicht. Auch die Kanonen sind ja noch längst nicht maxed out. Aber wie gesagt, ihr seht es ja, guckt euch einfach mal die Pokis an, was da abgeht. Also mega mäßig. So, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt hat er, glaube ich, noch hier eine Verteidigung. Mal gucken. Ja, wie gesagt, Hofi gnadenlos. Schauen wir, was da geht. 4 fette Golems und danach, klar, die Magier rein. Mal gucken, ob die Base komplett auseinandernehmen. Ich weiß nichts, ich habe nicht nochmal raufgeguckt. Ah, mit 40er Helden. Ah, ich glaube, das wird auch eine schwierige Nummer. Mal gucken.
er hatte einen Loon und auch einen Hund in der CB, aber die Magier haben den gefickt. Gucken wir mal rein hier. Ah, Town Hall weg. Und dann jetzt noch die 50. Garantiert kassiert, auf jeden Fall. Dann hat er hier die Luckys nochmal gesetzt. Aber ich glaube nicht, dass das ein 3-Star wird. Das glaube ich nicht. Nee. Obwohl der Golem... Aber der Golem kommt nicht durch die Mauer. Auch wenn das in Anführungsstrichen nur eine 9er Mauer ist. Nee. Klar, da geht nichts. Zum Glück... Aber klar, wieder minus 20, man denkt sich, oh scheiße. Aber ich muss sagen, hat er mir auch gesagt, ey, der findet doch öfter mal welche, wo er richtig, richtig fett absahen kann, wo er dann teilweise mal 30 Pokis gewinnen könnte. Weil sonst hat man ja immer gehört, so, oh, dann kommt man mal mit 4 Pokis weiter oder sowas. Aber das ist gar nicht so der Fall. Und hier hat er jetzt aber einen versemmelt. Ui, zack. Weiter. Hier hat er einen versemmelt. 2 Lava-Hunde. Ja klar, die Luckys da, sobald natürlich da irgendwie luftbombentechnisch was geht, sind die Luckys natürlich weg. Aber mit den 2 Lava-Hunden ist gar nicht so verkehrt, würde ich denken. Aber man verballert natürlich LA, Dunkles wieder. Aber klar, Dunkles holt man natürlich in dem Bereich ohne Ende raus, ganz klar. Kranker Shit, Alter. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Alter, der ist richtig verkackt worden. Aber ich meine, der hat auch 40er Helden gehabt. Naja, das war, da kommt nichts mehr. Auch mitten, also wenn jetzt auch noch die Helden, erstens, sie müssen sich durch die Mauer durcharbeiten. Wenn jetzt was ist, das wird nichts. Das wird mal gar nichts. Ah, die Spannung steigt, aber wie gesagt, da, da ist man einfach wirklich viel zu weit weg von den 50%. Das ist eine Sache, das wird nichts. Und wie gesagt, da auch mit den Helden sehe ich da absolut keine Chance. Holy shit. Ah, ich wollte schon sagen, ey, holy shit hier, 5%, krass. Aber das war definitiv nichts mehr. Das war's, würde ich sagen. Ja, da holt man auch nichts mehr. Das ist, das war's dann. Ja, wie gesagt, das soll es dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Reingehauen, wie gesagt, checkt mal seinen Kanal aus. Bis dann, ciao, ciao.